Das Fünf-Fingerkraut. Potentilla Anglica. Das englische Fünf-Fingerkraut. Wir haben bei den Fünf-Fingerkräutern circa 500 verschiedene Arten und die möchte ich jetzt verallgemeinern, denn die auseinanderzuhalten ist recht schwer. Ja, wir können sie sehr schwer verwechseln. Es gibt eigentlich keine Kräuter, die man mit dem Fünf-Fingerkraut verwechseln kann. Wie gesagt, das ist das Potentilla Anglica. Dann haben wir das kriechende Fünf-Fingerkraut ganz häufig bei uns. Das wäre Potentilla Reptans. Und ja, die Fünf-Fingerkräuter sind geschätzte Heilkräuter. Seit dem Mittelalter leitet sich auch hier aus dem lateinischen Namen etwas ab. Potentilla. Potenz. Potenz. Kraft auf Lateinisch. Ja. Ein Heilkraut, wo man gegen Fieber, Magen-Darm-Beschwerden hergenommen hat, gegen äußere Hautleiden. Ja. Auch im Mittelalter als allerwelt Heilkraut hergenommen, ja, gegen sämtliche Krankheiten. Es wirkt stark zusammenziehend und kann auch Fieber senken. Was nimmt man her für die Heilwirkungen? Die Wurzel. Ja? Es bildet eine Pfahlwurzel aus. Würde man nicht meinen, aber das Fünf-Fingerkraut bildet eine Pfahlwurzel aus. Und die wird hergenommen für die Heilwirkungen. Frisch als Tee aufgesiedert oder auch getrocknet die Wurzel als Tee. Da kann man sich die Heilwirkungen herausziehen. Ja, fünf Finger. Ja, ganz klar, jedes Blatt hat fünf Finger. Auch der Blutwurz, manchen wahrscheinlich bekannt, gehört zu den Fünf-Fingerkräutern. Ich nehme in der Küche das Fünf-Fingerkraut sehr, sehr gerne her, weil es ist sehr mild im Geschmack, sehr fein zu essen. Total mild. Vor allem im Vorfrühling, wenn sie frisch raustreiben, die Blätter. Herrlich für Wildkräutersalate, zum Spinat dazu. Ja, da kann man wirklich vieles damit machen. Die Fünf-Fingerkräuter. Heute wirklich mal ein Kraut, ja, wo man wirklich schwer verwechseln kann mit was anderem, außer man vertut sich innerhalb der Arten. Das passiert auch mir, weil wie gesagt, bei ca. 500 verschiedenen Arten, die sehr schwer auseinanderzuhalten sind, kann das passieren. Der Blutwurz hat meist kleinere Blättchen und hat eine recht große Knolle. Die Wurzel vom Blutwurz, ja, sehr geschätzt. Man macht zum Beispiel auch Schnaps daraus. Ja, die Fünf-Fingerkräuter, wirklich spannend. Sie bilden dann fast alle so lange Ausläufer, ja, wo man sieht, wo sich so Knoten bilden. Ja, so Knoten, und da wurzeln sie dann auch wieder an. Ja. Verbreiten sich stark am Boden. Die Blüte normalerweise ab Juni, Juli blühen sie. Die meisten Arten gelb. Und die Blüte schaut sehr ähnlich dem Gänsefingerkraut oder auch dem Pfennigkraut. Und ich sage gerne dazu, sie ähnelt ein bisschen die Blüte den Hahnenfußblüten. Ja? Aber wenn man sich das Blatt dann ansieht und diese fünf Finger eindeutig erkennt, ja, dann weiß man, dass man es nicht mit einem Hahnenfuß zu tun hat. Also wirklich ein einfaches Kraut für die Beginner unter euch. Ja. Geht es holen, macht einmal ein paar Blättchen in den Salat hinein. Das ist herrlich und wie immer gratis überall zu finden. Wo wächst das Fünf-Fingerkraut? Meist so an den Rändern im Garten. Ja. Manche Fünf-Fingerkrautarten mögen überhaupt keine sauren Böden, manche vertragen es ein bisschen besser, aber meistens so im Halbschatten an den Gartenrändern, ja, zu finden, und es sticht heraus wegen seinen eben markanten fünf Fingern. Das Fünf-Fingerkraut.